Wir sind hier in Britz Cuisine, verrückte Küche. Es ist mein eigenes kleines Lädchen. Ich habe vor einem halben Jahr aufgemacht und die Spezialität ist das geröstete Sauerteigbrot mit verrückten Aufstrichen. Und hauptsächlich versuche ich, regionale Spezialitäten so ein bisschen mit internationalen Einflüssen zu bespielen. Also das ist sozusagen der Kassenschlager in der Cuisine. Rote Beete Wasabi und dazu kommt Fleischwurst. Ich liebe einfach Mainz und meine Stadt, meine Region, alles. Die Kultur und Essen, Trinken, die Mundart vor allen Dingen, die ich nicht immer so zu schätzen wusste wie jetzt. Ich finde, Mundart ist einfach auch ein Stück Kultur, die man erhalten sollte. Deswegen habe ich das auch mit in meinen Namen vom Laden fließen lassen. Klar, Cuisine auf der einen Seite, Französisch, La Cuisine, die Küche, geschrieben, aber so wie man es spricht, um da so eine Brücke zu bauen. Also Mainzer Esskultur bedeutet für mich, abgesehen von Wegwascht und Woi, eben auch das Beisammensein und das Kommunizieren. Das ist einfach auch so was verbindet und was Nähe und Vertrauen schafft. Und das ist mir auch ganz wichtig, kein anonymer Laden zu sein, sondern einfach einen Ort zu schaffen, wo Leute sich treffen und sich auch über kulturelle Sachen und natürlich kulinarische Sachen austauschen können. Also die Inneneinrichtung im Laden ist komplett von mir ausgesucht und zusammengestellt und der Bezug zu mir, mein Urgroßvater war Schneidermeister, meine Oma ist Schneidermeisterin, deswegen habe ich auch diese Nähmaschinen hier als Tische installiert. Auf der Heizung steht das Radio, was ich von meinem Großvater geschenkt bekommen habe, der im Februar gestorben ist. Der Laden, das bin ich. Die Vorliebe für Vintage-Möbel oder auch den Vintage-Stil, den habe ich eigentlich schon immer und fand ich schon immer toll und spannend. Aber so richtig entwickelt hat sich das erst, seitdem ich mich wirklich selbstständig gemacht habe. Ich habe fast 10 Jahre lang bei einer Versicherung als Controllerin gearbeitet und bin da eher so reingerutscht. Also ich habe jetzt auch nicht von zu Hause aus das mit dem Kochen miterlebt, sondern ich habe wirklich nach meinem Au-pair in Frankreich das Interesse für geile Produkte, regionale Produkte vor allen Dingen, entwickelt und da angefangen, für mich selbst ein bisschen rumzuköcheln, mir eigentlich auch alles selbst beigebracht. Und da ist es natürlich so zum Selbstläufer geworden, sag ich mal. Und deswegen sitzen wir jetzt hier in meinem Laden. Ich bereue das zu keinem Zeitpunkt, dass ich hier den Laden aufgemacht habe. Nee. Also das war die absolut richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Das würde ich voll gerne machen, aber ich bin am Freitag den ganzen Tag gebucht. Was ganz cool ist, in letzter Zeit sind mehrere Autorinnen auf mich zugekommen, die mich gerne in ihren Büchern haben möchten. Und zwar kommt jetzt eine Autorin mit einer Fotografin für ein Fotoband, der sich mit InDesign beschäftigt, hierher. Die machen Fotos vom Laden und nehmen auch so ein paar Do-it-yourself-Ideen mit, was ich hier im Laden umgesetzt habe und wie ich auf die Ideen gekommen bin. Und das ist natürlich auch eine schöne Bestätigung und auch was ganz Tolles, wenn man da in so einem Buch dann sozusagen verewigt ist mit seiner Idee.